Das ist nicht meine Schokoladenseite. Hello, Boys and Girls! Ihr habt euch schon sehr, sehr lange gewünscht, dass wir mal wieder ein Video machen, wo wir getrennt Fragen voneinander beantworten. Ja, und deswegen tun wir das heute. Am Ende mache ich mich noch nackig für eine Kooperation. Das heißt, ich ziehe mich im Internet für Geld aus. Ach, solange ich dabei Meine Mutter ist bestimmt stolz auf mich. Let's go. Have fun. Ja, moin. Fragen beantworten. Okay, mache ich. Ja, so richtig offiziell ist das die erste eigene zusammen. Aber wir haben beide unabhängig voneinander auch schon alleine gewohnt. Also wir haben schon in einer anderen WG zusammen gewohnt, aber wir haben noch nie so richtig zusammen gewohnt. Also so zu zweit in einer Erwachsenenwohnung mit Platz. Also Vorteile ist auf jeden Fall, es ist halt günstiger. Ja, was gibt es denn noch für Vorteile? Vorteile sehe ich keinen. Auch wenn man sich ganz tief in seinem Herzen doll drinne super doll liebt, geht man sich einfach auf den Sack. Sagen wir mal so, man lernt sehr viel übereinander kennen. Wenn man zu zweit in einem WG-Zimmer aushält, dann kann mit der eigenen Wohnung, glaube ich, eigentlich nichts mehr schieflaufen. Also wir sind da echte Profis geworden, ne? Als wir das erste Mal zusammen in Prenzlauer Berg in Berlin in eine WG gezogen sind, da hatten wir ein WG-Zimmer, das war halb so groß wie das, was wir jetzt hatten, und wir sind uns an die Gurgel gegangen. Oder ich bin Kevin eher an die Gurgel gegangen. Das ist schon krass. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen, außer es ist eine Übergangslösung. Man muss sich da echt richtig gut eingrooven. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, wenn wir demnächst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sind und ich in ein Zimmer gehen kann und meine Tür zumachen kann und dann auch ganz allein in diesem Zimmer bin. Ich war mit meinem besten Freund bei Jaco zum Weihnachtsessen. Ja, das war ganz entspannt. Also ich hatte noch nie ein Problem mit Eltern von Freunden oder was auch immer. Ich war immer höflich und nett und Eltern mochten mich schon immer. Also ich war ganz entspannt und war ganz nett, der Abend. Also das erste richtige Treffen war, glaube ich, dass ich zum Mittagessen da war. Und ich war richtig aufgeregt und es war irgendwie voll peinlich. Weil also Kevins Eltern sind sehr christlich und die Familie, die beten immer vorm Essen. Ja, ich wollte dann natürlich mitmachen und nicht auffallen. Dann war das aber so ein Tischgebet, was die jeden Tag sagen. Und die konnten das alle auswendig. Und ich hatte das Gefühl, dass jeder mich anschielt. Und ich konnte das nicht auswendig. Und das war mir richtig unangenehm. Ich habe dann einfach so gesessen. Ich habe einfach den Mund bewegt. Habe so getan, als ob ich das kenne. Und dachte die ganze Zeit, hoffentlich ist das ein offizielles Tischgebet. Und die haben sich das nicht selber ausgedacht. Sonst denken die, weiß ich nicht, hat die einen Schlaganfall oder so. Das war ich. Ich habe mir sehr lange Zeit damit gelassen. Es hat super, also in meinen Augen super lange gedauert, bis er das gesagt hat. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Monate. Sind drei große Worte so, ne? Ja, das war aber eigentlich sehr cool, dass er so lange damit gewartet hat, weil, also es wurde vorher von Menschen, die ich vorher kennengelernt habe, noch nie zu mir, ich liebe dich gesagt. Und ich habe so richtig doll gedacht, oh mein Gott, ich dich auch, weil ich noch gar nicht so weit war. Es war voll das interessante Erlebnis für mich, so, dass man so einen Drang haben kann, etwas zu sagen. Und dann habe ich mir aber richtig viel Gedanken gemacht und habe das dann betrunken seinem besten Freund erzählt. Und ich habe gesagt, aber sag ihm das nicht. Und er hat gesagt, auf keinen Fall. Er hat natürlich gepetzt bei mir und dann habe ich es gesagt. Und erst habe ich mich voll gefreut und dann auf einmal dachte ich, Moment, halt, stopp. Hat Jan dir das erzählt? Und dann hat er gesagt, ja, und hat mich richtig ausgeflippt. Fand sie jetzt nicht mehr so romantisch, weil sie ja natürlich wusste, dass ich es von Jan weiß. Ich habe 5 oder 6 Monate auf diesen Moment gewartet. Und dann kommt er, weil jemand zu ihm sagt, sag das mal, weil die macht sich Gedanken. Das fand ich richtig scheiße, ne? Spontan aus dem Bauch heraus würde ich sagen, so in 5 Jahren. 5 Jahre klingt ganz gut. Also heiraten kann man ja theoretisch immer. Kinder, ich merke jetzt schon manchmal so, wie ich so denke, ach, ich könnte mir das schon vorstellen, vielleicht nicht jetzt sofort. Das hätte ich vor 2, 3 Jahren niemals gesagt. Also vielleicht so in 3, 4 Jahren. Mal gucken, erstmal nächster Lebensabschnitt. Ja, wir haben noch nicht mal eine eigene Wohnung. Lass mich erstmal ausziehen, dann können wir hier ans Werfen denken.
Hippie-Gartenparty. Ich glaube, das wäre eher was für mich. Und dann die Flitterwochen eher am schönsten Ort der Welt. Also ich glaube, so vor ein, zwei Jahren hätte ich gesagt, ich würde voll gern an einem Strand in Thailand oder so heiraten. Also meine Fantasie geht manchmal mit mir durch, ja. Und so vor ein paar Wochen war meine Freundin Laura mit ihrem Freund hier und dann saßen wir hier so auf dem Bett und mein Freund und Lauras Freund waren halt draußen auf dem Balkon. Und dann hat Laura irgendwie gesagt, weißt du, Jaco, wir machen uns immer über so viele Sachen Gedanken, aber wenn ich mir immer so die Dramageschichten von meinen Freundinnen anhöre und wie viel Liebeskummer die immer haben, dann gucke ich halt gerade auf den Balkon nach draußen und mir wird halt bewusst, wie viel Glück wir eigentlich haben. Ja, und irgendwie hat diese Aussage bei mir so ein wohlig warmes Gefühl ausgelöst, dass ich am nächsten Tag, als ich eine sehr lange Strecke mit dem Auto gefahren bin, aus irgendeinem Grund in meinem Kopf zu der Fantasie gekommen bin, wie eine Hochzeit, wenn wir heiraten würden. Ja, und dann habe ich mir so vorgestellt, wie wir in einem Garten sind und wie Laura und Nils auch dort sind und meine Freunde alle und meine Eltern und meine Onkel und Tanten und ich saß da im Auto und ich habe geweint. Ich habe geweint vor Freude, weil unsere Hochzeit so schön war. Aber das war so der Moment, wo mir bewusst war, nee, ich glaube, an diesem Tag möchte ich alle bei mir haben. Ja, das war eine lange Antwort, ne? Definitiv Jaco. Oh, ich bin kein guter Lügner. Und Jaco, die lügt, die kann ihr was vorlügen als wie ein Weltmeister. Naja, es kommt ja auch darauf an, zu welcher Zeit im Monat. Der Wetterbericht würde vielleicht während der Erdbeerwoche ein bisschen anders ausfallen. Ich mach mal einen Wetterbericht für normal. Und da würde der Wetterbericht wie folgt aussehen. Also muss man sich jetzt vorstellen, so, ne, Wetter. Ich bin der Wettermann, hallo. Hier rechts ist eine Wetterkarte von, keine Ahnung. Heute wird es überall sehr heiß. Von Süden her zieht eine kleine Böe auf. Das ideale Wetter, um sich auszuziehen. Es wäre auf jeden Fall sehr schönes Wetter. Das wollte ich sagen. So. Sehr geehrte Damen und Herren, heute gibt es leider kein Wetter. Es ist liegen geblieben. Deswegen heute Vakuum. Jein. Also, mir bedeuten Sachen so wie Geburtstag oder Jahrestag definitiv mehr als der Valentinstag. Der Valentinstag ist halt nur so ein Tag, um mal noch ein bisschen aufmerksamer zu sein, als man meiner Meinung nach eh schon ist. Es gibt ja immer viele Menschen, die voll dagegen sind, so Valentinstag wurde nur für den Konsum und Blumen verkauft und Restaurants erfunden und so. So eng sehe ich das immer gar nicht. Ich nutze immer von jedem Feiertag so die Vorteile. Und wenn Valentinstag ist, denke ich, ach, das ist ganz nett, da kann man was gemeinsam unternehmen. Also ich nehme das immer so als Anlass, um irgendwas gemeinsam zu machen. Also ich muss sagen, ich stehe gar nicht so doll auf Blumen. Jaco reicht keine Blume, also nicht reicht keine Blume, aber Jaco ist nicht der Typ für zum Blumen schenken. Was halte ich von dem typischen Valentinstags-Dinner? Warum nicht sich einfach mal einen Tag Zeit nehmen füreinander? So, ob das jetzt fremdbestimmt ist oder nicht, man muss es ja nicht unbedingt am Valentinstag machen. Das ist bei uns jetzt nicht so, oh, am Valentinstag muss man was Romantisches machen, sondern wir nutzen den Tag einfach, um was zusammen zu machen. Wir haben gar keine Sexfragen mit reingenommen, ne? Nee, gar nicht. Ich glaube, wir haben 500 Fragen bekommen. Es kommen noch so viele Teile. Jetzt ist es Zeit, sich auszuziehen. Das ist Kevins Lieblingszeit. Im Umfang des Valentinstags habe ich von Brabu so eine große Box bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Brabu kennt. Ich habe mit Brabu schon mal zusammengearbeitet für mein Video. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Ich verlinke euch das hier. Da ging es ums Thema kleine Brüste und Komplexe und was Männer darüber denken. Kevin hat da damals auch seinen Senf zu abgegeben. Das ist ein Unterwäschelieferant, also da kann man so Boxen bestellen, zum Beispiel irgendwie 6 Slips oder 6 BHs oder 3 BHs und 3 Slips und so weiter. Genau, und die haben in meinem Weihnachtsvideo gesehen, dass ich keine BHs mehr trage. Da habe ich erzählt, dass ich keine BHs mehr trage, sondern nur noch so Bralettes und so. Das sind so Bralettes, die ich am liebsten trage. Die sind auch so ein bisschen gepolstert, aber eben ohne Bügel. Richtig cool. So 2 mit Spitze. Dann ist ein Sport-BH dabei. Ich bin sehr fleißig aktuell. Ich mache immer noch jeden Tag Sport und jetzt habe ich einen neuen Sport-BH. Kriege ich richtig schlechtes Gewissen, wenn ich das immer sehe. Und dann habe ich halt noch so 3 Elefantenunterhosen. Und falls ihr noch Unterwäsche braucht für den Valentinstag, weil ihr vielleicht sehr viele Tinder-Dates habt oder vielleicht auch nur ein Date mit eurem Freund, eurem
Bruder, eure besten Freundin. Mit dem Rabattcode Valentin könnt ihr bei Brabu 5 Euro Rabatt bekommen. Das bedeutet, wenn ihr eine Box bestellt mit 3 BHs und mit 3 Slips, Unterhosen, Schlübbis, wie auch immer ihr das nennen wollt, bezahlt ihr 34,90 anstatt 39,90. Den Link zu Brabu und den Rabattcode und so weiter setze ich euch unten in die Infobox. Wir wünschen euch eine sehr romantische, sexy Woche. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Ihr seid süß, ihr seid klein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.